Ich soll sprechen aus dem Zen heraus über die Intuition und das Ganze in Zusammenhang mit Wirtschaft, weil das ist ja der große Becken auch unseres Symposiums hier. Und ich möchte mit dem Einfachsten anfangen, nämlich mit dem Zen. Ich werde Ihnen mal ein Koan zumuten, ein sehr schönes, einer meiner Lieblingskoans, zu Thema Erfolg, Intuition, vielleicht das, was wir gerade gemacht haben. Also Meister Baso unterwies Yaku-san mit folgenden Worten. Manchmal lasse ich ihn, den Meister Baso, er spricht über sich, die Augenbrauen bewegen und blinzeln. Manchmal lasse ich ihn die Augenbrauen nicht bewegen und nicht blinzeln. Manchmal ist es für mich gut, ihn die Augenbrauen bewegen und blinzeln zu lassen. Manchmal ist das für ihn nicht gut, die Augenbrauen bewegen und blinzeln zu lassen. Plötzlich erlangte Yaku-san großes Erwachen. Ich habe das nochmal gewählt, dieses Koan, wenn Sie das auf sich einwirken lassen, weil in vielen Gesprächen sich so eine Stimmung ein bisschen eingestellt hat. Nun, was ist jetzt die Intuition? Wie lerne ich sie? Wie kann ich sie anwenden? Und natürlich alles in der Hoffnung, es wird dann besser. Ich möchte Ihnen die Hoffnung nicht nehmen, aber gleichzeitig möchte ich ein paar Sachen beleuchten und auch den Ort der Intuition vielleicht nochmal beschreiben innerhalb der Landschaft, die das Zen auch öffnen könnte. Zunächst einmal im Zen. Das Zen ist in sich sehr einfach. Es ist die Verkörperung der Gegenwart. Es ist die Gegenwart. Punkt. Deswegen war auch die Übung sehr gut heute, die Sie gemacht haben, mit der Frage, was hindert mich daran, gegenwärtig zu sein? Und wir meinen dann auch, Gegenwart sei etwas dann Besseres als, und wir mögen was tun, damit wir gegenwärtig werden. Aber wenn die Gegenwart ist, dann kann man nichts tun, um gegenwärtig zu sein, sonst wäre sie nicht da. Aber wenn sie ist, was soll ich denn tun, damit ich gegenwärtig werde, wenn sie ja schon da ist? Also ist die Annäherungsweise vielleicht doch eine andere, nämlich der Frage nachgehend, was tue ich die ganze Zeit, damit ich nicht gegenwärtig bin? Wenn die Gegenwart schon da ist. Vielleicht tue ich etwas, um der Gegenwart zu entgehen und merke das nicht. Und je mehr ich es tue, umso weniger bin ich gegenwärtig. Was tue ich die ganze Zeit? Im Zen gibt es eine sehr schöne Beschreibung dessen, woraus sich ein sogenanntes Ich-Gefühl und sein Tun zusammensetzt. Das wird genannt als die sogenannten fünf Skandhas, also Aggregatzustände. Das, was sich materiell verkörpert, das Wahrnehmen, Empfinden, Wollen und unterscheidendes Denken. Das Zusammenspiel zwischen diesen fünf ergibt ein sogenanntes Ich-Gefühl. Wie wohlgemerkt das Zusammenspiel zwischen den fünf. Nicht irgendetwas Besonderes darunter. Das Zusammenspiel. Wir können das sehr leicht, glaube ich, auch erspüren, indem wir die Einzelnen mal kurz ansprechen. Sie haben das heute in einem Zusammenhang gemacht. Eins der fundamentalsten Skandhas für uns im Erleben ist das, was heute auch als Wille genannt worden ist. Sein Wille, Wille, Leben ist auch im Osten sehr ähnlich. Das, was lebt, lebt und will auch leben, aber der Wille ist nicht von etwas zu etwas, sondern leben und leben wollen ist identisch. Wenn Sie etwas, was lebt, nicht leben lassen wollen, dann müssen Sie wirklich Energie aufwenden und es umbringen. Von sich aus wird es leben wollen. Der Wunsch, da zu sein, der Wunsch zu leben, ist stärker als jegliche kognitive wie auch empfundene Wahrnehmung. Und viele Lebewesen, fast alle Lebewesen, haben für uns spürbar diesen Wunsch. Dann kommt obendrauf etwas, was auch die Lebewesen ausmacht, nämlich das Empfinden als Vorstufe der Wahrnehmung. Und da spielt sich sehr viel von gut und schlecht ab. Aber gut und schlecht ist immer das, was mir das Überleben garantiert oder es gefährdet. Das heißt, das, was ich dann als das Gute schlechthin oder das Böse schlechthin ausmache, ist immer etwas verbunden mit dem, was mir das Überleben garantiert, das Leben leichter macht. Und dieses ist konditioniert und je nachdem, wo wir alle groß geworden sind, natürlich sehr individuell konditioniert. Obendrauf kommt noch etwas, was wir dann Reflexion nennen. Ich spüre nicht nur das Unangenehme und das Angenehme, das machen die Tiere auch. Viele haben sogar die Fähigkeit, Gefühle zu zeigen, wahrscheinlich eine ganze Skala an Empfindungen haben und so weiter und so fort.
Aber in dem Moment, wo ein Affe zu einem Affen sagt, du Affe, ist ein Mensch. Und dieser Augenblick gibt dem Affen eine neue Spielwiese, die der vorherige Affe nicht hatte. Nämlich er kann das, was er vorher getan hat, vergleichen, überlegen, nach vorne projizieren, selektiv auswählen und sich dem gegenüber verhalten. Und das ist neu. Und wir wissen alle, dass wir kleinere Zähne haben als viele Lebewesen, dass unsere Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit eine geringere ist. Trotzdem haben wir es mit allen Spezies aufgenommen und gewonnen. Weil die Fähigkeit der Reflexion solche Räume öffnet, dass die anderen letztendlich keine Chancen haben, es sei denn, wir geben ihnen welche. Nennt sich dann Reservat. Wir dominieren dank dieser Fähigkeit. Trotz allem ist es auch für uns weiterhin spürbar, dass die Fähigkeit zu denken dem dient, was mir gut und schlecht erscheint oder meinem gewählten Kollektiv, Familie zum Beispiel, gut und schlecht erscheint. Und das ist immer noch gebunden auf das Stillen der Angst vor dem Tod. Und jetzt ein kleiner Sprung in die sogenannte Wirtschaft. Wenn das etwa der Struktur, wie wir aufgebaut sind, entspricht, so ist es durchaus möglich, eine sehr ähnliche Struktur in der Wirtschaft zu finden, die auch so aufgebaut ist, nämlich im Unternehmen werden Sie einen Überlebenswillen haben. Wir können nicht pleite gehen. Wir müssen es schaffen, die Angst zu scheitern, weil das Unternehmen oder der Verbund von Menschen, die eine Unternehmung gründen, letztendlich dazu da ist, uns das Überleben zu sichern. Das heißt, gut in einem Unternehmen wird immer noch das sein, was mir das Überleben sichert, mir und den meinen, auch innerhalb des Unternehmens oder mir und meiner Familie. Dieser Wille ist sehr stark. Er ist nicht immer reflektiert. Er ist nahezu archaisch. Deswegen ist oft in einer Unternehmung das, was vielleicht aus sogenannten externen Sichtweisen richtig oder falsch wäre, im Verhältnis zu, nach Berechnung und so weiter, nicht immer wirksam oder nur dann wirksam, wenn es das Überleben des Unternehmens nicht wirklich gefährdet. Weil das Unternehmen nicht dazu aufgestellt ist, irgendwas Sinnvolles zu machen, sondern aufgestellt ist, um mir oder uns oder der Gruppe das Überleben zu sichern. Deswegen, eng gesprochen, ist die Möglichkeit, sowohl persönlich wie auch unternehmerisch, so etwas wie eine Öffnung, ein intuitives Handeln und so weiter und so fort zuzulassen, etwas zwar vielleicht Wünschenswertes, aber sehr Gefährliches. Wir sind nicht darauf aus, das ohne weiteres zu tun. Wären wir, hätten wir es schon längst. Warum nicht? Weil die Angst so groß ist. Und so wie ich Angst habe zu sterben, so habe ich als Geschäftsführer Angst, dass mein Laden pleite geht. Und das ist engstens miteinander verbunden. Das steht nicht weit voneinander entfernt. Weil ich doch arbeite, um mir meinen Lebensunterhalt zu sichern. Und Lebensunterhalt zu sichern ist nach ganz archaischer Struktur die Tätigkeit, die mir das Überleben garantiert. Und dann ist die Frage, was passiert mit der Umwelt in 50 Jahren, weiterliegender als das, was mir heute jetzt das Überleben sichert. Deswegen dürfen wir uns meiner Meinung nach nicht wundern, dass viele wirtschaftliche Entscheidungen sehr kurzfristig getroffen werden, nach dem Erfolg des Augenblickes. Was jetzt den Erfolg garantiert. Nicht, ich treffe heute nicht eine Entscheidung, was vielleicht in 30, 40, 50 Jahren immer noch als sinnvoll erscheint. Es ist schwer, von Menschen dieses zu verlangen, aufgrund des Funktionierens und des Durchbrechens dieser archaischen Angst in uns. Ich sage das deswegen, weil Sie im Zen eine Begrüßung empfinden werden, die oft anstoßig ist. Wenn Sie in einem Session sitzen, wenn Sie jeden Abend mit dem Satz konfrontiert werden, aus vollstem Herzen und aus tiefstem Herzen sage ich euch allen, immer geht es um Leben und Tod. Oder wenn Sie den berühmten Tempel von Dogen betreten möchten, steht da drauf, wenn die Frage nach Leben und Tod nicht wirklich interessiert, möge hier nicht eintreten. Das heißt, es geht um Leben und Tod. Aber in welchem Kontext oder warum oder wieso? Um was geht es wirklich? Was hat dann das Zen mit uns, Wirtschaft und der Intuition zu tun?
Wir können heute behaupten, dass das Ich eine Art von Organisationsform ist, Organisationsstruktur ist, dessen Ziel darin liegt, erfolgreich zu überleben im Verhältnis zu. Wir sind ja so hineingeboren worden, wir haben das ja nicht gewählt. Leben und Überleben ist für uns immer noch sehr eng miteinander verbunden. Deswegen haben wir auch das Gefühl, wir müssen ums Überleben kämpfen, weil diese Organisationsstruktur uns auch ein Gefühl und eine Perspektive vermittelt, ich bin ein Etwas, ein substanzielles Etwas, ein substanzielles Jemand. Und das muss, das Jemand, dieses Jemand muss überleben. Das steckt sehr tief. Das heißt, die Ansichten oder solche Sprüche aus dem Zen im Sinne von, ja, wir sind alle eins, ja, das nehmen wir dann, ja, wir sind alle irgendwo in einem Boot gemeinsam oder sowas. Aber der Satz meint das nicht, wir sind nicht gemeinsam, sondern wir sind eins. Wer handelt schon danach? Wer hat das jemals erfahren? Und wie ginge das? In dieser ängstlichen Struktur ist auch die Hoffnung auf Intuition eine, vielleicht durch die Intuition wieder einen Wettbewerbsvorteil zu haben gegenüber anderen. Ja, die denken noch und wir können vielleicht etwas erspüren, was die denkerisch nicht erreichen und damit sind wir besser. So wird das auch sehr schnell praktiziert. So wurden auch in Japan viele Leute zum Zen-Training geschickt, in der Hoffnung, dass sie ihr Ich dann wesentlich besser dominieren können und sich länger hochkonzentriert für eine komplizierte Aufgabe hinstellen lassen können. Es wurde so gesehen auch ein bisschen manipuliert, um es sehr diplomatisch auszudrücken. Die Aussage im Zen ist nochmals Gegenwart, nur Gegenwart. Und die Gegenwart in ihrer Qualität ist eins. Und alles in dieser Gegenwart ist vergänglich. Es gibt da nichts Fixes. Ein anderes Wort dafür, leer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Ich nicht ein Etwas ist, sondern ein Prozess ist. Ein ständiges Ergebnis von einem laufenden Prozess. Genährt durch die Angst, aufrechterhalten durch selektives Wählen und fixiert durch das Denken. Deswegen gibt es als Übung zunächst einmal im Zen, aber auch in den klassischen anderen Wegen, Kontemplation, Sufismus, Dzogchen, die große Bitte an alle, die sich dafür interessieren, mal zu riskieren, und jetzt kommt es, bei vollstem Bewusstsein, das Denken nicht anzusetzen. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil das Denken ein Ich erzeugt. Und wir meinen immer, ich bin und dann denke ich. Ich bin und dann fühle ich. Wenn Sie aber sehr genau und sehr langsam hinschauen, so sind Sie nicht zuerst und dann, sondern Sie sind das Ergebnis des Denkens. Das Denken springt an ab einem bestimmten Moment, oder das Ich springt an als das Ergebnis des Gedachten. Weil jeglicher Gedanke, ob er fromm ist oder ganz böse, spielt gar keine Rolle, erzeugt eine Ich-Perspektive. Und wir gewöhnen uns an diese Ich-Perspektive, verbinden sie zusammen mit einer ganzen Menge von Gefühlen und wir glauben, wir schaffen es, die Guten zu kriegen, die Schlechten wegzumachen und dann wird es klappen. Und so heißt es auch im Shinshin Mei deswegen, der Konflikt zwischen Neigung und Abneigung, Gefühle will ich nicht und so weiter, ist eine Krankheit des Geistes. Der Konflikt ist eine Krankheit des Geistes. Wird das nicht verstanden, versuchst du vergeblich deine Gedanken zu beruhigen. Du zwingst dich dann nur nicht zu denken, aber das ist nicht das Zeug. Es geht nicht darum, nicht zu denken, weil das besser ist. Sondern es geht darum, zur Ruhe zu kommen, wenn das Denken nicht gebraucht wird. Und wir können es nicht, weil auch zu Hause die Maschinerie läuft, weil wir weiterhin Angst haben. Nicht nur im Betrieb, den Arbeitsplatz zu behalten oder das Produkt zu lancieren, sondern zu Hause haben wir weiterhin Angst, nicht zu sein. Nicht der zu sein, der ich bin. Der liebende Vater oder Ehemann oder was auch immer. Und generell dann überhaupt nicht zu sein. Deswegen glaube ich, dass es im Zen, aber auch in der Kontemplation zunächst einmal die Intuition an sich nicht etwas Direktes ist, sondern es ist ein indirektes Erleben der Wirklichkeit, wenn die Maschinerie, die so geschlossen und oft verbissen funktioniert, die Überlebensmaschinerie, aus irgendwelchen Gründen, bewusst, Übung oder unbewusst, ein äußeres Ereignis, ins Stocken gerät. Klaus hat gestern erzählt,
Er hat Studenten, die eine Doktorarbeit bei ihm schreiben und dann ab einem bestimmten Moment in einen Punkt kommen, wo sie nicht weiterkommen oder verzweifeln. Und der Moment des Verzweifelns, wenn er bei vollstem Bewusstsein geschieht, ist der Moment des Nichtwissens. Nur, wir haben das durch den Begriff verzweifelt sehr negativ besetzt und emotionell negativ besetzt. Wir müssten, können es nicht. Wenn wir das Wort verzweifeln aber lassen, so zweifeln wir nicht mehr an einzelnen Sachen, sondern wir verzweifeln. Wir zweifeln schon am Zweifel. Wir wissen gar nichts mehr. Wir wissen nicht, wo es lang geht. Wenn Sie diesen Moment bei vollstem Bewusstsein halten, dann bricht Ihnen in dem Moment, meistens aber auch in dieser Hinsicht, Ihre Struktur zusammen, zumindest dahingehend, dass sie sich lockert, weil Sie weiter nicht mehr wissen. Wenn Sie das durchstehen bei vollstem Bewusstsein, kann es sein, dass Sie dann etwas Neues erfahren, was nicht die Konsequenz Ihres Denkens ist. Und nur dann, weil durch den Umstand erstmal und voraussetzungsweise Ihr "Ich weiß aber, wo es lang geht" da nicht mehr hinlangt. Das ist eigentlich immer so die negative Variante. Im Zen oder die Übungen bauen auf etwas Ähnliches auf, nur meinen dieses noch konkreter und noch tiefer gehender, ohne auf eine Lösung zu gucken. Nämlich, wenn Sie auf dem Kissen sitzen und gebeten werden, keinen Gedanken hochkommen zu lassen, das heißt, Sie sind so mit dem Atemzug beschäftigt, dass Sie einfach keinen Gedanken hochkommen lassen. Es kommt eine Angst, aber Sie machen aus dem Gefühl oder der Empfindung der Angst oder der Emotion keine Story. Nur der Impuls. Das ist schwer, weil jeglicher Impuls in uns sofort einen Gedanken ausmacht, was mache ich dafür und dagegen. Das mal stehen zu lassen, eine Sorge Sorge zu lassen, eine Angst Angst sein zu lassen und während Sie auf dem Kissen sitzen, nichts anderes tun, als das zuzulassen, was Ihnen der Kopf sagt, passiert, wenn Sie nichts tun. Mehr nicht. Dann kommen Sie vermutlich verhältnismäßig schnell in einen Zustand, wo Sie der Verzweiflung nahe sind, dem sogenannten Tod nahe sind. Weil sich das so anfühlt, wenn ich jetzt nicht was tue, wenn ich jetzt nicht anrufe, was dann? Wenn ich die Nachricht nicht bekomme, wenn ich das nicht zu Ende denke. Das ganze System, das uns wieder aufrechterhalten möchte, wird in diesem Augenblick brüchig. Und wenn Sie weiter den nächsten Atemzug und den nächsten Atemzug und den nächsten Atemzug, dann kann es sein, dass irgendetwas stirbt. Und doch nicht Sie, wie Sie es vorher gemeint haben. Es ist leicht gesagt, fühlt sich aber wortwörtlich sehr bisch an. Weil das sehr, 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 sehr an die Materie rangeht. Und das ist ein Teil dieser Übung. Das danach ist ein größerer Raum. Aber der Raum entsteht nur dadurch, dass der Konflikt zwischen der Angst und der von ihr getriebene und regissiert, also geleitete Selektivität in der Wahrnehmung lockerer wird oder zur Ruhe kommt. Und erst dann und wahrscheinlich nur dann können wir sehen, was ist und was wirklich und wie es wirklich ist. Davor haben wir nahezu keine Chance, die Wirklichkeit mehr aufzunehmen, weil wir sie nur nach der Schablone gucken, passt mir nicht, will ich nicht, ist es nicht. Wir denken noch nicht mal, sondern wir urteilen und vergleichen ständig. Ja, es könnte besser sein, ne, das war schlecht, es sollte, es müsste, warum nicht und so weiter. Es ist ein ständiger Überlebenskampf. Und die Angst darunter, ja, wenn es nicht, dann was dann? Deswegen glaube ich, dass das Zen sowohl im privaten wie auch im wirtschaftlichen Bereich, weil die Struktur ähnlich ist. Wir haben keine Work-Life-Distanz, um es mal so zu sagen, sondern wir sind die gleichen Menschen da und da, mit der gleichen Angst. Und das bedingt sich aneinander in einer sehr starken Art und Weise. Und diese Angst davor, privat zu sterben, aber auch diese Angst im Unternehmen, ein Produkt schlecht zu positionieren, ist so verbunden mit der Überlebensangst und mit dem Image, dass wir, mein Gott, das dürfte nie sein. Deswegen können wir viele Bewegungen nicht machen. Deswegen sind wir auch nicht frei in der unternehmerischen Entscheidung manchmal, weil wir glauben, okay, wenn das nicht weitergeht, dann wird gar nichts mehr. Und ich damit auch nicht.
Also das Sterben und Neugeborenwerden ist ein wirklich heikler Prozess. Darüber redet man einfacher, als dass man es tut. Und das sogenannte Intuitive führt uns vielleicht nicht so ganz in diesen Prozess, wiewohl die Intuition nicht nur das ist, was eben meine Wahrnehmung erweitert, sondern wenn die Gegenwart wirklich da ist, ständig da ist, dann ist aus ihr die Intuition heraus, aus ihr zu ihr selber, wahrscheinlich die größte Bewegung der Intuition, die es gibt. Wir spüren irgendwo alles mit der Angst und das und jenes, das bewegt mich. Aber irgendwie ist das Ganze vielleicht doch noch anders. Und das lässt uns vielleicht den einen oder anderen Tod sterben. Nicht, weil die Hoffnung, also eine Projektion in die Zukunft größer ist, es wird besser. Nein, sondern weil wir spüren, es ist doch ein bisschen anders, als wie wir es denken. Weil wir spüren, dass das meiste unserer Gefühle, was heutzutage die traurigsten Studien zeigen, eben nicht die Reaktion bzw. die Spiegelung der Wirklichkeit sind, sondern die meisten Gefühle, die in uns hochkommen, sind die Reaktion auf das, was wir uns vorstellen. Nicht auf das, was wirklich geschieht. Und das ist eine verhältnismäßig große, traurige Botschaft. Wir glauben, wir reagieren auf das, was ist und müssen so reagieren. Aber wenn Sie auf dem Kissen sitzen, in der Stille, wenn Sie in so einem Haus sind wie hier und Angst haben, heute ist Dienstag, was am Freitag passiert, dann kann Ihnen letztendlich kein Mensch helfen, weil es den Freitag noch nicht gibt. Und wovor Sie Angst haben, ist vor dem, was Sie sich vorstellen, dass am Freitag passiert. Aber ob Sie den Freitag erleben, ob er so sein wird, wie Sie sich ihn vorstellen, sei sehr, sehr, sehr dahingestellt. Aber wenn Sie sich viele Sorgen machen, projizieren Sie da Ihre Ängste, bereiten sich entsprechend vor, sind schon entsprechend, wie man schön sagt, drauf, kommen an diesem Freitag in die Arbeit und reagieren gemäß Ihren Vorstellungen und sehen gar nicht, dass das vielleicht ganz anders ist. Und das Gleiche nicht nur in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit. Wir glauben, wir reagieren auf eine Person, wenn wir sie sehen, mit Freude oder mit Trauer oder Abneigung. Auch das stimmt nicht so ganz. Wenn ich mit einem Freund gehe und sehe eine dritte Person auf uns zukommen, dann sagt, was weiß ich, Peter, ach, guck mal, da kommt der Hans. Und ich sage, ach, nicht schon wieder. Und beide, wenn wir der festen Überzeugung, wir reagieren gefühlsmäßig auf den Hans. Stimmt doch eigentlich nicht. Er freut sich, weil er eine gute Erfahrung mit ihm hatte, Vergangenheit, Erinnerung, und ich, weil ich eine schlechte hatte. Zu der Begegnung hier und heute ist noch gar nicht gekommen. Aber ich bin schon, wenn man so will, stärkstens konditioniert mit allen möglichen Gefühlen, mit Vorurteilen und so weiter und so fort. Ich reagiere auf meine Erinnerung, gefühlsmäßig. Und die Gefühle, die in mir hochkommen, fühlen sich total echt an. Das heißt, das Unterscheiden der Gefühle, ob sie wirklich intuitiv eine Reaktion sind oder eine Interaktion mit der Wirklichkeit oder eine Reaktion auf was Erinnertes oder Vorgestelltes, das ist eine große Kunst. Klaus nannte sie ja auch letztlich die Unterscheidung der Geister. Um diese zu üben, brauchen wir einen Raum, damit die Geister überhaupt erstmal erscheinen können und wir uns bei der Benennung der Geister üben können. Und der Raum nennt sich Gegenwart. Das heißt, egal was wir tun, ist die Gegenwart sowohl der Raum wie auch die Wirklichkeit, in dem es sich abspielt. Deswegen, als Gegenwart zu sein, was die Übung ist, wir sind Gegenwart und das, was kommt, kommt und ist. Und kann so kommen, wie es ist. Wir können es zur Sprache bringen, wir müssen es nicht definieren und aburteilen. Und das ist ein Unterschied, auch sprachlich. Deswegen ist, langsam zum Schluss kommend, die Übung der Intuition und die der Gegenwärtigkeit auf Ängste miteinander verbunden. Das ist nicht das Gleiche, weil die Intuition schon operativer ist. Die Gegenwart kennt kein Warum und Wieso. Die Intuition schaut und nimmt etwas vorweg, aber nicht vorweg im Sinne auf geheimnisvolle Art und Weise, sondern wenn man sehr gegenwärtig ist, dann kündigt sich vieles an auf verschiedensten Kanälen, die uns kognitiv nicht zur Verfügung stehen und die wir oft nicht merken, weil wir besetzt sind in dem Angstsystem, das das Ich am Leben erhält. Das heißt, Intuition ist etwas, was verhältnismäßig natürlich wäre, die man aber nicht ganz direkt üben kann, sondern das ist das Ergebnis der Gegenwärtigkeit und wenn die Angst abgenommen hat, aber das heißt, wir müssen sie mal durchlebt haben. Wenn nicht, reden wir von Intuition wie von einer Wunderwaffe, die uns vielleicht eben das nimmt, aber das geht nicht. Vielleicht ist die Intuition das Geschenk für die Gegenwärtigeren, muss man sozusagen.
So ein kleiner Bonus oder so. Aber wir möchten sie wieder haben und uns das Sterben ersparen. Und das wird vermutlich nicht gehen. Und so ist und bleibt diese Übung nur als Beispiel, und damit ende ich, das Zen mit der Intuition bzw. das Zen und die Gegenwärtigkeit, aber das gilt auch, wie gesagt, für die klassische Form der Kontemplation oder für bestimmte Übungen in anderen Kulturen. Schauen Sie, wir gehen davon oft aus, wenn das die Größe unserer Gegenwart ist, und hier haben Sie die Angst, gefühlt haben wir den Eindruck, je näher die Angst kommt, umso größer wird sie. Wenn die Angst ganz bei mir ist, besetzt sie mich, ist riesig, und der Zustand nennt sich dann Panik. Das ist gefühlt. Deswegen versuchen wir, was gegen die Angst zu machen, damit sie nicht so groß wird, nicht so stark in mein Bewusstsein kommt oder so etwas. Eine Variante. Die zweite Variante, wenn Sie aus der Sassen-Übung darauf schauen und experimentieren, ist anders. Wenn das die Gegenwart ist und das die Angst ist. Die Angst kommt nicht näher. Da gibt es ja auch nicht Nähe und Ferne im Bewusstsein. Wenn sie im Bewusstsein da ist, dann kann es sein, aufgrund unserer Konditionierung, dass wenn das im Bewusstsein auftaucht, was ich nicht möchte, dass das Bewusstsein kleiner wird, weil es sich schützt. Es möchte es nicht im Bewusstsein haben. Das heißt, je länger das bleibt oder bedrohlicher ist, oder es wird dadurch bedrohlicher, dass meine Gegenwart kleiner wird. Und der Moment der Panik ist nicht der Moment, in dem die Angst riesig ist, sondern in dem meine Gegenwärtigkeit gegen Null tendiert. Dann bin ich panisch. Das Gleiche gilt für alle anderen Emotionen auch, auch die sogenannten positiven. Die sind insofern gefährlicher, weil sie mich blinder machen und ich glaube, ja, es ist jetzt toll. Deswegen ist es manchmal einfacher und auch gesünder, Geld zu verdienen, als viel Geld auszugeben. Es ist gefährlich einfach, ja, von der Hochmütigkeit. In dem Sinne ist die Übung der Gegenwärtigkeit, dass wir in der Kontemplation oder im Zen einfach nur schauen, dass das bleibt. Wenn das bleibt in einer guten, nennen wir es mal jetzt, plastisch Größe, dann wird das nie größer. Dann kann die Angst einfach nur sein. Und dann sage ich, ich spüre eine Angst und nicht, ich habe Angst. Ich spüre eine Wut nicht, ich bin wütend, die sofort eine Handlungsanweisung ist. Denn wenn ich Angst habe, dann muss ich was tun. Überlege ich nur noch was, nicht ob. Wenn ich eine Angst spüre, dann ist der Spielraum viel größer. Dann ist auch noch Platz in der Gegenwart, viele andere Faktoren mit reinzunehmen und wahrzunehmen, die normalerweise durch solch einen Impuls ausgeschaltet werden, sodass die Intuition und die größere Form der Wahrnehmung, die ein Teil der Gegenwart ausmacht, ausgeschaltet werden. Deswegen üben wir nicht die Hoffnung, dass das irgendwie verschwindet. Und wir manipulieren auch aus der Gegenwart heraus nicht die Wirklichkeit dahingehend, dass nie das auftaucht, was ich nicht gerne hätte. Und nur das kommt, was ich gerne hätte. Sondern wir leisten uns den Luxus zu riskieren, die Gegenwart so groß zu halten, dass vieles Platz hat. Das ist die andere Variante. Und sie ist von der Kraft, Energie und von der Möglichkeit des Umgangs ein bisschen einfacher. Weil sie kämpfen nicht gegen etwas, sondern für. Und mit. Und sie haben eine größere Wahlmöglichkeit und der Raum ist größer. Denn das, was ist, kann sowieso nicht bekämpft werden. Es kann nur unterdrückt werden. Aber das bleibt sowieso da. Und im Raum der Gegenwart muss dieses nicht geschehen, weil die Bedrohung nicht mehr so groß ist. Setzt aber dieser Raum den Tod voraus. Und zwar erlebt als nicht das, wovor wir uns wirklich fürchten. Das liegt immer darunter. Das nennt man dann Erwachen oder Durchbruch oder je nachdem, welche Worte wir dafür haben. Und so gesehen ist das sowohl im persönlichen, privaten wie auch im unternehmerischen Bereich, auf Teamebene, die Gegenwärtigkeit, auch der Präsensing-Prozess, den Sie heute mit eingeübt haben, spielt also als Präsensing eine sehr starke Rolle mit der Gegenwart. Aber sie ist nicht ein Mittel zum, sondern sie ist, wenn man so will, das Subjekt der Haltung und der Handlung. Nicht ich bin gegenwärtig. Gegenwart oder operatives Ich. Ich bin konzentriert, das heißt fokussiert, aber Gegenwart ist.
Ich mache sie nicht. Ich bleibe bei ihr, bin sie und verkörpere sie. Und von dort heraus ändert sich die Landschaft, die wir verkörpern, erleben können. Auch meiner Meinung nach auf unternehmerischer Ebene. Und ich spreche nicht von viel, sondern von bisschen Gegenwart. Also sage ich jetzt mal, wenn wir es schaffen, als bisschen Personen in den Führungsebenen, auch manchmal als Eltern Kindern gegenüber, wir müssen einfach ein bisschen gegenwärtiger sein als die Kinder. Und das heißt auch stabiler in dem Augenblick, wo die brüllen oder was auch immer machen. Wenn wir anfangen mitzubrüllen, eskaliert die ganze Sache. Es passiert, klar. Aber trotzdem, es ist die Frage der Gegenwart und nicht immer ist sie leicht zu halten, weil wir auch konditioniert sind. Das heißt, es reicht, dass wir zwei russische Puppen gegenwärtiger sind als die anderen. Und vielleicht ist eine natürliche Hierarchie in der Führungsordnung die Hierarchie der Gegenwärtigkeit. Das heißt, dass der Chef ein bisschen gegenwärtiger ist als der, der noch kein Chef ist. Denn das Fachliche kann man lernen, verhältnismäßig schnell und gut. Die Gegenwart muss schon geübt werden und das ist komplizierter. Wenn der Chef nicht gegenwärtiger ist als die anderen Mitglieder des Teams, wird das sofort gespürt und ausgenutzt. Er muss sich dann verstecken hinter Regeln, hinter Gesetzen, hinter und er spürt, dass er die Kraft nicht hat. Denn die Kraft ist nicht, ich habe sie oder habe ich sie nicht, sondern die Kraft gibt die Stabilität der Gegenwart. Und sie hält und sie beantwortet das, was ist. Und von dort kommt dann die Verantwortung. Nicht als Umsetzung beschlossener Regeln, hinter denen man sich verstecken kann. Sondern aus der Stabilität der Gegenwart kann ich beantworten das, was ist, je nachdem wie es ist und so wie es kommt. Und das wäre in Anführungsstrichen auch der natürliche Prozess dessen, wo Verantwortung, Gegenwärtigkeit und Intuition Facetten einer Bewegung sind. Und das alles ist wiederum ein Teil dessen, was wir innerhalb der Übung Sassen oder Kontemplation letztendlich täglich mit uns üben können. Dankeschön.